müssen wir hier als nächstes weiter gucken. Der da freut sich jetzt nass, dass er in Sicherheit hinter dem Tor steht. Aber das kann uns egal sein, weil wir müssen erstmal hier weiter. Und zwar versucht uns die Höhle jetzt in eine Falle zu locken, indem er uns da tauntet. Weil hier und da drüben sind noch zwei Höhlen, die uns jetzt an den Kragen wollen. Und wenn wir nicht aufpassen, hätten wir die theoretisch einfach im Rücken. So. Da verpassen wir dem mal einen Pfeil. Autsch, das war die falsche Taste. So. Und wie ich bereits sagte, auf engen Räumen kämpft es manchmal nicht so vom Vorteil. Wir sind nämlich schon wieder fast tot und das will ich eigentlich vermeiden, wenn es geht, bis zum nächsten Leuchtfeuer. Wow, wo kommst du denn her? So, noch einen Schluck trinken. Und hier ist nichts. War hier was? Nein, hier war auch nichts, soweit ich mich erinnern kann. Aber da unten, der bewacht was. Komm hoch. So, weg mit dir. Der bewacht hier hinten nämlich einen Geheimschlüssel. Kann ich euch mal kurz vorlesen, für was der gut sein soll. Also erst einmal haben wir den Generalschlüssel. Der öffnet jedes einfache Schloss. Aber wie hier schon steht, im verfluchten Land der Untoten sollten die meisten Türen besser geschlossen bleiben. Dem schließe ich mich an. Der Schlüssel zum Kerker des nördlichen Asyls der Untoten, also das ist der Schlüssel, den uns der Ritter gegeben hat, steht ja hier. Ein mysteriöser Ritter hat einst wortlos eine Leiche in die Zelle geworfen, die den Schlüssel bei sich führte. Wer war dieser Ritter und welchen Zweck diente er? Vielleicht wird die Wahrheit verborgen bleiben, aber das darf den Lauf der Dinge nicht aufhalten. Also ja, wir sind ja entkommen aus dem Asyl. Das Asyl, und das hier ist der Asyl-Ost-Schlüssel, den wir von ihm dann von dem Ritter dann bekommen haben, als er gestorben ist. Das Asyl der Untoten ist ein riesiges Untergrundgefängnis, unterteilt durch zahlreiche Eisengitter. Selbst wenn ein Untoter seine Zelle entkäme, wäre er noch weit entfernt von der Freiheit verheißenden Außenwelt. Also ja, ein richtiges Untoten-Straflager. Schlüssel des großen Pilgers, den haben wir vom Asyldämon bekommen. Schlüssel zur inneren Tür der Haupthalle des Asyls der Untoten, der einem auserwählten untoten Pilger gehörte. Allerdings weiß dieser auserwählte Untote nicht, was ihn auf seiner Pilgerreise erwarten wird. Also unsere Pilgerreise. Und das ist der Geheimschlüssel, den wir gerade gefunden haben. Der Zweck dieses Schlüssels ist unbekannt. Es scheint sich um einen einfachen Zellenschlüssel zu handeln. Und ja, mehr ist er auch nicht. Und zwar zeige ich euch nachher, zu welcher Zelle er gehört. Wenn wir dann soweit sind. Erstmal klettern wir hier hoch. Denn hier geht es dann weiter. So, wenn wir die beiden ausgeschaltet haben. Man merkt, wir sind in einem neuen Gebiet. Hier sind selbst die einfachen Hüllen schon etwas stärker. Also ja, wirkliche Trash-Mobs gibt es in diesem Spiel gar nicht, wie man in MMOs gerne sagt. Jeder Gegner ist und bleibt gefährlich. So, lieber hier zurückgehen. Und hier hoch weiter. Alles hier zusammenschlagen. Und hier ist nichts. Aber hier ist eine Nebenwand, durch die wir gehen können. Und hier geht's weiter. Hier sind wir nämlich direkt über dem Hof, beziehungsweise über dem Tor, was weiterführt. So, hier wollen wir erstmal in die Richtung. Zu diesem netten Herrn da. Der sieht schon ziemlich gefährlich aus. Er ist auch ziemlich gefährlich, denn das ist ein Balder-Ritter. Aus dem Lande Balder, dem Rittervolk. Und um ihn uns etwas leichter zu machen, stechen wir ihm erst einmal in den Rücken.
Wow. Ja, nicht trinken. Au. Au. Und er, man merkt schon, er macht uns auch ziemlich gut Schaden. Komm. Wow. So, gegen ihn haben wir eine etwas härtere Nuss, wie man merkt. So, aber er ist fast tot. Mit seinem Degen. Hey. Schon wieder trinken ist unfair. Einmal trinken ist ja okay. So, jetzt ist er tot. Er hat leider nichts für uns dabei, aber er hat etwas bewacht. Nämlich noch einen Balder-Ritter, der ein Ritterschild mit sich rumführt. Das Ritterschild ist so eine Sache. Man denkt zwar, es sieht cool aus und so, aber es ist von den Werten ziemlich schlecht. Muss man ganz ehrlich zugeben. Das Drachenschild oder Wappenschild, was ich gerade auf dem Rücken trage, ist wirklich das Beste, was man zu dem Zeitpunkt haben kann. So. Jetzt geht es hier weiter. Wechseln wir lieber mal wieder die Waffe, weil hier kommt gleich der nächste Balder-Ritter um die Ecke. Aber diesmal keiner mit Degen, sondern einer mit einem Schwert. Und die Jungs hier sind zum Glück nicht ganz so hart wie die mit dem Schwert. Aber sie sind auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Hm. Wenn der Speerträger uns nicht im Weg stehen würde, würde ich das sehr begrüßen. So. Balder-Ritter weg. Speerträger weg. Einen Schluck nehmen. Hier gibt's nichts. Dann müssen wir nämlich hier weiter. Und man sieht jetzt gleich, wenn ich hier rüber gucke, wir sind bei der Kirche angekommen. Also das hier ist die neue Kirche. Wir wollen aber erst einmal zur alten Kirche, die da hinten im Wald versteckt ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal die Jungs hier loswerden. Au. Bolzen tut weh, wenn man ihn in die Brust kriegt, habe ich gehört. Aber Breitschwert in den Magen tut genauso sehr weh. So. Man sieht schon, mit dem Drachenschwert mache ich die mit einem Schlag kaputt. Mit dem Breitschwert brauche ich zig Schläge. Aber das Drachenschwert kann ich eben nicht, noch nicht einhändig benutzen, weil mir dafür 3 Stärkepunkte fehlen, die ich mir jetzt aber gleich holen werde. Erstmal hört man das Schmiedegehämmer, weil hier unten ein Schmied ist. Zum anderen ist hier aber auch wieder ein Leuchtfeuer, an dem ich gerne rasten würde. So, aufsteigen. Stärke, Stärke und nicht genug Stärke für noch ein Level up. Deswegen holen wir uns diesen Stärkepunkt am besten erstmal, bevor wir weitermachen. Dafür müssen wir nur noch mal die 3 Halbstarken da oben töten. Und man sieht schon, wir haben wieder einen Menschlichkeitspunkt bekommen dafür, dass wir Untote hier in dem Gebiet getötet haben. Also Hüllen besser gesagt. Ich bin ja selber ein Untote und ich töte keine anderen Untoten, außer sie wollen mich töten. So. Jetzt du. Komm. So. Und du da noch. Ah, du hast aber... Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ein Langschwert, das erleichtert uns einiges. Weil das Langschwert wollte ich sowieso als Waffe haben. Das ist nämlich etwas praktischer als das Breitschwert.
Ich kann damit zwar normal zuschlagen wie mit dem Breitschwert, aber der schwere Angriff ist ein Stich. Mit sehr viel Reichweite. Damit kann ich auch auf engem Raum besser kämpfen. So, jetzt wollen wir uns aber erst noch upgraden. Also uns noch ein Level abholen. Und dann wollen wir uns mal beim Schmied Hallo sagen. So, hier runter. Aufsteigen. Stärke. Danke. So, jetzt können wir das Drachenschwert auch einhändig benutzen. Das heißt, wir können unser Schild effektiv benutzen. Gut, sagen wir mal dem Schmied Hallo, der hier schmiedet. Das hier ist Andre of Astora. Und ja, wir sind schon Solaire of Astora begegnet und wir sind selber aus Astora eigentlich. Haben wir ja am Anfang so gewählt. Deswegen haben wir hier ein paar nette Freunde. Hallo. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require something, then speak to me. Ja. Schmiedehandwerk. Erst einmal können wir bei ihm eine Geste erlernen. Hurra. Und nun das Schmiedehandwerk. Es gibt erst einmal Ausrüstung reparieren, was in vielen Fällen wichtig ist. Im Augenblick brauchen wir es noch nicht, weil unsere Ausrüstung noch nicht sonderlich angeschlagen ist. Aber später werden wir es öfter mal brauchen. Was auf jeden Fall wichtiger ist, ist Waffe verstärken und Rüstung verstärken. Unter Waffe verstärken können wir unsere Waffen eben besser machen. Also man sieht schon, man kann das Langschwert zu einem Langschwert plus 1 machen. Und dafür benötigt man, wie man oben links sieht, eine kleine Scherbe und 200 Seelen. Jetzt wisst ihr also, wofür man Scherben braucht, um Waffen zu verbessern. Und zwar heißt das plus 1, dass es 10% mehr Schaden auf den Grundschaden drauf macht. Also ein Langschwert macht 80 Schaden, als plus 1 macht 88, also 10% mehr Schaden. Dementsprechend macht ein Langschwert plus 5 120 Schaden. Und ein Breitschwert plus 5 macht eben... Nee, das rechne ich jetzt nicht aus. Genau dasselbe eben beim geraden Drachenschwert, aber wie man beim Drachenschwert sieht, brauche ich dafür 10.000 Seelen und einen Drachenstein. Und beides kriege ich nicht so schnell zusammen. Deswegen ist das gerade Drachenschwert eben nur jetzt gerade für den Anfang gut, weil, das erkläre ich euch gleich, oder zeige ich euch gleich, das ist, was der Haken am Drachenschwert ist. Das erste, was ich eigentlich upgraden will, ist das Drachenschild, weil durch das Upgraden von Schilden geht, wie man hier rechts sieht, die Haltung hoch. Und je höher die Haltung ist, desto weniger Ausdauer verbraucht man eben beim Blocken. Und das letzte ist Ausrüstung umwandeln, was nun nicht geht, weil der Schmied keine Spezialglut hat. Damit kann man dann plus 5 Waffen zu besseren Waffen machen. Also man kann eine Waffe normalerweise nur bis plus 5 upgraden, ein langes Schwert. Und da muss man sich entscheiden, ob man es auf plus 6 weiter bis plus 10 upgraden will oder ob man es zum Beispiel göttlich machen will. Aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Und wir können Gegenstände noch beim Kaufen. Hier sind die wichtigen Gegenstände, die Kisten sozusagen, also Schmiedekiste für Waffen und Rüstung und eine Reparaturkiste, dass wir die Verstärkungen auch selber am Leuchtfeuer machen können und nicht immer zu ihm zurück müssen. Waffen hat er auch, also ich wollte mir bei ihm eigentlich ein Langschwert kaufen, aber das hat sich ja jetzt zum Glück erledigt. Und hier kriegt man auch das Drachenschild, also das Waffenschild, wenn man es nicht als Startgegenstand hat. Und Pfeile kriegt man bei ihm. Was auch sehr wichtig zu wissen ist. Aber jetzt gucken wir erstmal, was uns noch zu sagen hat. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. So pay them a little respect, eh?